Wir sind hier am nördlichen Ende vom Abstellbahnhof in Stuttgart-Untertürkheim und wir sehen hinter uns den Derecho-Kurve, deren Inbetriebnahme wir hier vorstellen wollen. Die Derecho-Kurve besteht aus wesentlichen zwei Teilen. Wir haben zum einen eine Anrampung und natürlich die Überwerfung, die eine höhenfreie Kreuzung der Gleiskörper möglich macht. Hinter uns sehen wir wunderbar den Bereich der quasi Brücke des Überwerfungsbauwerks mit der anschließenden Rampe. Zu weiteren Details und zusammenhängenden Arbeiten für die Inbetriebnahme der Derecho-Kurve ergebe ich an meinen Kollegen Alexander Lares. Im Rahmen von Stuttgart 21 wird, und das haben wir schon mal in einem anderen Video erklärt, der Abstellbahnhof, der heute am Rosensteinpark ist, hier nach Untertürkheim verlegt. Damit das dann am Ende auch passieren kann, sind im Vorfeld noch einige Arbeiten durchzuführen und die würde ich jetzt im Nachgang noch mal ein bisschen näher erläutern. Wir haben jetzt eine dreitägige Sperrpause, in der wir zuerst die alte Strecke erstmal dann außer Betrieb nehmen mussten. Das heißt, wir haben die ganzen Oberleitungsanlagen runtergenommen, haben die Schienen hier im hinteren Bereich geschnitten und ausgebaut und werden jetzt anfangen, hier im Hinteren mit der Raupe zu sehen, den Erdbau, erstmal das Planum schaffen, auf dem wir den neuen Erdbau aufbauen können, um dann dieses Schienenstück miteinander verbinden zu können. Also wir werden jetzt hier den alten Gleisschotter, den wir hier vorher noch drin hatten, rausnehmen, weil wir auch ein Stück weit tiefer ausheben werden. Dann werden wir den ganzen Untergrund mit neuem Material aufbauen. Von dort an wird dann der neue Grundschotter aufgebaut. Dann werden die neuen Schwellen mit den Gleisen verlegt und am Ende komplett neu eingeschottert, sodass wir hier auf der richtigen Höhe sind, damit der neue Gleiskörper an den alten Gleiskörper sich entsprechend anpassen kann. Sitzt. Boah, da bist du sogar drin geblieben. Glück gehabt. Also die gelben Wägen, die man jetzt hier im Hintergrund sehen kann, sind sogenannte Materialförderwägen, kurz sagen wir hier MFS-Wagen. Die werden hier zum Einsatz kommen, weil wir hier in dem Bereich keinen Platz haben, um das Material, was wir hier ausbauen, seitlich am Zug in jeden einzelnen Wagen zu verladen. Das heißt, hier nutzen wir den ersten Wagen, um das Material aufzuladen und dann ist jeder Wagen mit einem Förderband verbunden, sodass wir Material von vorne bis nach hinten durch fördern können und wenn der Zug voll ist, wird er wieder wegfahren an eine Stelle, wo wir das Material abbunkern, kommt leer wieder her und dann wiederholen wir das so oft, bis das Material, was hier aus der Baustelle raus muss, weggefahren ist. Die Strecke 4721 ist ja vor allem für den Güterverkehr bedeutend. Hier werden die ganzen Züge aus Nürnberg kommend, werden hier im Bahnhof so eine sogenannte Güterzugwende vollziehen. Und das kann dann ab Montag hier wieder in unseren neuen hergestellten Gleisanlagen dann vollzogen werden. Dann können die Züge hier in Untertürkheim wenden, vor Kopf machen und in Richtung Kornwestheim zum großen Güterbahnhof die Fahrt fortsetzen. Nach fast 4 Jahren Bauzeit wurde die Inbetriebnahme der Derecho-Kurve jetzt durchgeführt. Wir haben die Derecho-Kurve, die zugehörige Gleisinfrastruktur, die Oberleitung und vor allem die Gleit- und Sicherungstechnik erfolgreich in Betrieb genommen. Mit der Inbetriebnahme der Derecho-Kurve konnte der Güterverkehr von der Augsburger Straße ca. 100 Meter abgerückt werden. So ein Bauwerk wie in der Derecho-Kurve und die zugehörige Gleisinfrastruktur nimmt man nicht jede Woche in Betrieb. Das ist schon eine Besonderheit für alle Eisenbahner und umso mehr freut es mich, dass uns das gelungen ist. Und das ist nur als starkes Team gelungen, wofür wir uns über alle Maßen freuen. Und darauf sind wir richtig stolz.